In dem folgenden Video werden wir uns mit Metallen in Metallsalzlösung beschäftigen. Dazu werden wir eine Redoxreaktion durchführen mit einem Eisennagel in einer Kupfersulfatlösung. Folgende Materialien werden benötigt: ein Becherglas mit Kupfersulfatlösung und ein Eisennagel. Jetzt geben wir den Eisennagel in die Kupfersulfatlösung. Nun sehen wir, dass die Kupfersulfatlösung ihre blaue Farbe verliert und gelblich wird. Der Eisennagel hat sich ebenso verändert, und zwar bildet sich ein rotbrauner Feststoff am Eisennagel. Es fand eine Redoxreaktion statt, da der Eisennagel in eine Lösung gegeben wurde, in der sich ein edleres Metall befand. In diesem Versuch ist Eisen das unedlere Metall, und unedle Metalle tendieren dazu, Elektronen leicht abzugeben, also zum Oxidieren. Und edle Metalle, welches in diesem Versuch Kupfer ist, tendieren zur Reduktion, also zur Elektronaufnahme. Die Cu2-Plus-Ionen haben 2 Elektronen aufgenommen, das bedeutet, sie wurden reduziert. Dass die Lösung sich von blau zu gelb verfärbt hat, deutet darauf hin, dass sich entweder gar kein Kupfer mehr in der Lösung befindet oder nur ein geringer Anteil. Bei dem Eisennagel fand eine Oxidation statt. Das heißt, es war eine Elektronenabgabe, wodurch die Eisenatome zu Eisenionen wurden und die Kupferionen wiederum zu Kupferatomen. Die Kupferionen haben Elektronen von dem Eisen erhalten. Deswegen ist das Kupfer aus der Lösung zu einem Feststoff am Nagel geworden. Und die Eisenionen befinden sich nun in der Lösung. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen.